So, hallo liebe Leute, der Jörg zockt wieder hier. Diesmal mal wieder mit Mittelerde Mörder Schatten und im nächsten Part hier mittels der Jagd bzw. die Jagd auf die Macht und oder ja, was waren das hier nochmal? Andere Punkte zum Aufleveln der Waffen, nenne ich sie jetzt einfach mal. So, los geht's. Genau, hier war ich ja beim Turm holen. Gehe ich jetzt einfach mal. Gut, einfach ist anders gesagt. Ich jetzt hier irgendwie da hoch noch. Hier geht's ja ab. Ja, den können wir noch mitnehmen. Oh, Moment. Ach ne, gut. Puh, ich bin gerade nur durcheinander gekommen mit dem komischen roten Knopf da. So. Mische dich in die Bestienjagd ein, um so unsere Armee zu schwächen. Okay. Macht 10. Ja. Naja, ich probiere es einfach mal. Nein. Ah, ich nehme mal an, die dürfen hier nicht alle hier von diesen, was sind das, werden das also diese Gude sein, töten. Nein. Nein, Elmgeschoss benötigt. Mist. Gibt's hier welche? Hier hinten. Irgendwo sollen hier. Ach, hier sind sie welche. Passt. So. Meine ich das so, oder hat er jetzt wieder voll Leben? So, jetzt reicht's. ja, hört sich ein bisschen an wie so ein Psycho. Gut, in Richtung geht bei denen also nicht. Aber das. Tja, Informationen sammeln. Also wenn das jetzt echt schon gewesen wäre, wäre es aber gewaltig einfach. Ja gut, wir haben jetzt hier wieder zwei neue. Bei den letzten Mal von hier hinten. Malmuk der Schmutzige. Ja gut, der. Ja. Jagd gelöst. Elite der Hauptmann. Zack, weg ist er. Geil. So. Das ist ja nice. So, passt. Gut, dann, was machen wir denn als nächstes? Ich bin hier, hier ist gerade wieder eine Bogenherausforderung. Würde sich anbieten. Ja, mach ich auch. Ach, ja. Ja, lass mich doch in Ruhe, ich will hier nur mal schnell die Mission hier stoppen.
So. Die Flammen in seinen Augen sollten das Letzte sein, was die Diener des Schattens vor ihrem Tode sehen sollte. Ja. Kurze Distanz durch Pfeiltreffer. Okay. Warte, ich rieche etwas. Ja, wenn ich jetzt nicht hier hängen würde. Was diesen Narren getötet hat. Das hier ist auch kurze Distanz. Ich sage einfach mal ja. Was sind denn jetzt hier diese... Ah. Nein. Ich brauche hier wieder irgendwoher Pfeile. Okay, das war keine kurze Distanz. Okay. Das ist das Auftragsgebiet. Hey, 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 hey. So, ich glaube, ich sollte mal das Atmen nicht vergessen. Kann aber so auch helfen. Weg hier. Nein, jagt mich nicht. Ach ja, Mann, da ist ja hier auch wieder was hier zum Einsammeln. Irgendwo. Oben, unten. Ja, gut, dann so. So. Aber... Wo ist jetzt hier? Ich werde jetzt einfach mal kurz mal hier die... Ich will die mal auf der Karte markieren und mir wenigstens mal angezeigt, wo das ist. Ah, über den Berg. Okay. Ist schon über alle Berge. Der Mörder ist schon lange weg. Zwecklos weiterzusuchen. Ah, hier ist es. Nein. Ich schätze, der Mörder ist weg. Nani hier, Gelaia Mordor. Ivard Dangarnen. Gut. Das habe ich jetzt auch. Bevor ich hier komplett runtergehe, würde ich jetzt glatt mal vorschlagen, ich gehe erstmal einmal so um hoch. Ja. Genau, dann gehe ich jetzt hier zu diesem Artefakt. Das Bild wird klarer. Es zeigt, was sich zugetragen hat und was kommen mag, wenn wir über die Schwarze abziehen sollen. Schau mal hier, ein Türmchen. So, da war nichts wie hin. Ach ja, den habe ich ja eh schon. Gut. In dem Fall hätte ich jetzt auch mit einer Schnellreise hier hingehen können. Was hältst du von unserem neuen Anführer? Soll ich wohl nicht lang zukommen? Benötige Scout ist in der Nähe. Okay. Dürfte dann wohl dieses hier sein. Ja, wunderbar. Da habe ich jetzt hier irgendwo das Artefakt. Aufsammeln. Lesefibel eines Waldläufers. Ha, und hier ist die passende Erinnerung.
sprich es ruhig aus. Fëanor. Fëanor. Warum zwingst du mich dazu, Hirgon? Daran bist nur du allein schuld. Du hast mich angefleht, dir die Wörter in meinen Büchern beizubringen. Das bereue ich jetzt. Welchen Nutzen hat die Schrift hier in Mordor? Hier, sieh dir das an. Eine Nachricht für dich. Meine Liebste, sei mein Leib? Versuch es noch einmal. Kaib? Oder Weib? Weib? Ja, Hirgon. Ich bin dein. Aha. Also muss ich doch mal sagen, diese ganzen Hintergrundinfos sind gar nicht mal so schlecht verpackt hier in den ganzen Nebendingern. Allerdings besteht das Spiel groß, also eigentlich fast nur aus den Nebendingern. Kommen wir zumindest so vor. Ja gut, nehmen wir gerade hier dann das hier. Welche Herausforderung. Nachdem ich wieder mal abgehauen bin. Wir haben die Möglichkeit, Mordor zu verlassen und das sichere Gondor zu erreichen. Und wir können den Blick unseres Feindes auf uns lenken. Solange sein Blick auf uns gerichtet bleibt, können wir Zeit für Mittelerde gewinnen. So, der dunkle Herrscher ließ ihn in seine Grube werfen und ließ seine Diener auf ihn los, um zu beweisen, dass er nicht unsterblich war. Er tötete jeden einzelnen seiner Feinde, einschließlich derer, die ihn gefasst hatten. Klingt böse. Oh, okay, Trefferserie von 100 als zusätzliches Ziel. Ja, das werde ich sowas für nicht schaffen. Gut, das heißt ja eine Hinrichtung. Ich wollte jetzt eigentlich hier dieses, den letzten Geistesblitz hier machen. Geht wohl nur entweder, oder? Zumindest kriege ich das jetzt gerade momentan wegen was auch immer nicht hin. Nö, klappt nicht. Man hört es vielleicht auch an meinen Tasten hier. Ah! Ach ja, noch mehr. Supi. Jetzt mal über diesen Platz. Wenn ich nichts anderes drücke, als immer noch genau das gleiche. Hab ich da gerade etwas gehört? Oh nein. Gut, aber ich bezweifle jetzt mal, dass ich das jetzt noch hinkriegen werde. Weil es hier auch irgendwie keinen Code gibt.
Ach gut, cool, vielleicht das Buch halten, okay. Wenn ich jetzt sterben sollte, darf ich den? Ach ja, nice. Durch das Level-Up habe ich ja wieder volles Leben. Ich dachte nämlich, schon durch den Schlag von hinten bin ich jetzt weg vom Fenster. Ja, das ist natürlich super. Oh, immer noch 6. Oh Gott sei Dank. Ah. Nice. Überfall jetzt verfügbar. Greifen die mich jetzt heute an? Nee, die rennen weg. Gut. Flieht vor mir. So, neue Fähigkeit. Du hast eine neue Fähigkeitsstufe freigeschaltet. Schieße die Machtkämpfe ab, um Radiatorfortmänner um mehr Macht zu halten. Weitere Fähigkeitsstufe freizuschalten. Ja, nice. Das war dann definitiv von der Aktion von vorher. Finde ich gut. Das heißt, Machtkämpfe, da mische ich jetzt immer mit. Kritische Treffer. Verdoppelt den Anstieg der Trefferserie mit gut aufeinander abgestimmten Angriffen. Okay. Das kann auch ganz durchaus hilfreich sein. Wurfdolche. Terrorisieren. Festnageln. Gut, auf jeden Fall hier diese kritischen Treffer. So, jetzt ist Schaus Todesstoß nehmen wir auch mit. Terrorisieren. Was bringt das hier nochmal? Furchteinflößende Schleichtötung. Gegen eine Flucht treibt und eine Trefferserie aufbaut. Terrorisieren oder schlecht Aufzehrung. Ich nehme jetzt einfach mal hier diese Terrorisieren-Fähigkeit. So, was haben wir denn hier noch? Ach ja, 1090. Höherer Gesundheitswert. Das wäre für mich gar nicht so verkehrt, das hole ich mir auch. Wunderbar. So, ach ja, Zeichen der Macht. Gut, da ist er jetzt gerade automatisch hingeswitcht. Ich habe schon gedacht, dass irgendwie mein Controller spinnt. Nee, aber wir sind ja immer noch hier oben. Und hier ist nochmal ein Artefakt, das hole ich mir noch. Da hinten. Gut. Dann weiter. Wenn du mich fragst, sind die Bleichhaut-Unterkünfte an den Orokühlen die besten ganz Mordor. Irgendwo wieder hier oben. Ist jetzt so die Frage, wo genau hier oben? Bestie, du jagst es in der Nähe. Aha. Ach, da hinten. Ja. Gut, dann gehe ich hier nochmal runter. Hier hoch. Ach ja, hier. Oh, identifizieren. Mach ich auch noch schnell. Die Ratte.
Die olle Ratte, die. So, genau, hier. Aufsammeln. Zerflitterte Botschaft. Okay. Dürfte wahrscheinlich auf der Rückseite irgendwo sein. Ja, hier unten. Ich kann es jetzt nur noch nicht abspielen. Ah, hier war es gerade. So, jetzt. Mein liebster Hürger, ich verstecke mich außerhalb des Lagers und bete, dass sie mich nicht entdecken. Sie versklaven jeden, den sie finden. Wenn du doch nur hier wärst. Aber ich weiß, dass du die Uruks bekämpfen musst. Sonst hat niemand von uns eine Chance, je frei zu sein. Ich fürchte, ich werde dich niemals wiedersehen. Ich weiß nicht, wie lange ich überleben kann, wenn sie mich finden. Deine dich liebende Ehefrau, Aaron. Okay. Zwischen dem feurigen Lesefiebel, genau, also der Botschaft, waren die da in dem Fall anscheinend noch nicht verheiratet. Und da, laut dem Brief zu urteilen, waren sie verheiratet. Wieso ist jetzt hier irgendwas? Ach ja, rasch die Ratte macht 4. Gut, wenn er jetzt eh hier schon steht, markiere ich den hier ja als Ziel. Die Isenmünde hielten ihre Gefangenen in einem eisernen Griff. Der dunkle Herrscher, ganz gleich in welcher Gestalt, strebt nach Herrschaft. So, der ist da hinten. Hier steht auch direkt einer. Die Menschen so weit verbreitet. Sie haben uns kaum etwas entgegenzusetzen. Ein paar mehr. So. Guck mal hier, mein Freund. Schade, keine Freude mehr. Ah, Pfeile, wunderbar. Da läuft ja auch schon die Ratte. Ich auch. Der Nachbar kocht. Flüchtet. Nee. Du bleibst schön hier. Oh. Okay, ja, oder so. Kampfbericht ansehen. Und tschüss. Ja, gut. Das ging ja jetzt flott. Ha! Aua. Ich renne einfach mal direkt so. Gut, hier rechts ist eigentlich was ich machen wollte. Und wenn jetzt hier Alarmstufe 120 ist. Ich glaube, da hat sich etwas bewegt. Ah, die Durcheroberung. Gut. Mach ich das jetzt einfach mal hier. Auftrag starten. So, allerdings mal jetzt kurz den Cut und wir hören uns ja gleich wieder. Bis gleich.